So, hallo YouTube, sag ich da auch schon wieder. Und wir sind im nächsten Opening. Diesmal Sonne und Mond, auch wieder im Trading Card Online Game. Es sind auch wieder 11 Packs, die wir hier aufmachen. Und würde ich sagen, gucken wir doch mal rein, ne? Ja, schon im ersten Video, das sind auch wieder Goldkarten, die in den Packs mit drin waren. Zwei Welten. Da waren mal 12 Finst. Nicht schlecht. Und eine seltene Trainerkarte. Und seltene Trainerkarten sind echt selten. Oh, die ist sogar als Holo, Voll-Holo wird hier angezeigt. Oh, nicht schlecht. Da gucken wir doch mal direkt ins nächste rein. Jetzt geht wieder mit Schlag auf Schlag. Und Dalobor. Auch als Holo. Auch nicht schlecht. Gut aus. Bazooka Bohrer. Und direkt das nächste. Oh, Teddy Boy. Oh, Snibunna. Die Weiterentwicklung von Snibel. Als Nicht-Holo. Das ist schon ein bisschen anhören. Wieder jede Menge neu. Und. Oh, Amaldo. Auch als Nicht-Holo. Das finde ich auch ganz schön, dass da Nicht-Holo und Holo gezeigt wird. Und auch die Voll-Holo-Karten, die es gibt. Die ist nämlich hier zum Beispiel Voll-Holo. Das sieht man hier an den Glänzen, auch wenn die nicht selten ist. Das gibt es auch in echt so. Oh, Sabayone. Hat man die nicht im letzten schon? Ich weiß nicht. So. Auch wieder einige schöne Artworks mit dabei. Und auch ein paar komische. Was haben wir denn da? Willy! Ein absolut hässliches Pokémon. Wieder eine volle Holo. Und Tandrak, Weiterentwicklung von Algit. Oder doch Algit oder sowas. Als Nicht-Holo. Haben wir noch drei, wie es aussieht. Oh, auch wieder zwei selten drin. Oh, schwarzes Kyurem. Als Voll-Holo. Wenn das schon ein zweites angezeigt wird, dann kann ja eigentlich das hier nur ein Megateil sein. Oder auch nicht. Anavaz, 117, die ist seltener als die hier. Okay. Auch wieder eine Vollholo mit dabei. Und schwarzes Kyurem nochmal, aber als mit Holo. Geil. Das sieht einfach nur geil aus. Das ist mit Zekrom zusammen fusioniert. Deswegen ist es ein schwarzer Kyurem. Und Phönotor ist aber nicht Holo, aber auch nices Artwork. Und ich glaube, das ist das letzte. Darf da aber gerne nochmal ein Highlight drin sein. Hier haben wir jetzt auch wieder eine Vollholo. Wirklich. Und. Oh. Mega Schlappe und Pummeluff. Eine Team-Tech-Karte. Das ist ja nice. Die sieht auch echt gut aus, dafür, dass Pummeluff ist. Ne? Aber was will man machen? Ne? So, das war das letzte Pack. Das geht ja immer ganz schön schnell. Videos werden dann natürlich auch nach und nach länger. Beziehungsweise die nächsten dann. Wir bauen im nächsten Video schon unser Deck mal zusammen. Und ja, das war es erstmal mit Pack Opening. Wenn da natürlich auch wieder was Neues kommt. Falls ihr diese Karten, weil ihr selber Karten sammelt und aber nicht das online macht und diese hier nicht braucht, die Codekarten für das Online-Trading-Card-Game,
Lasst mich in den Kommentaren wissen, falls ihr mir diese schicken wollt, wegen Adresse alles drum und dran, wenn ihr sie natürlich nicht haben wollt, oder falls ihr das so spielt, können wir doch mal gucken, dass wir zusammen miteinander oder gegeneinander spielen. Ich weiß gar nicht, ob es hier so einen Tag-Modus gibt. Da fuchteln wir uns mal durch. Ja, dann würde ich sagen, auch schon bis zum nächsten Video. Wenn euch das in beiden Videos gefallen hat, das habe ich im letzten Video gar nicht gesagt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Wie gesagt, auch zwecks der Online-Codes. Ne? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.